Zum Beweis durch vollständige Induktion. Es handelt sich hier um ein Beweisverfahren fertiger Formeln bezüglich natürlicher Zahlen. Man sagt, der französische Mathematiker Henri Poincaré hätte es erfunden. Schauen wir in einem Beispiel, wie dieses Verfahren funktioniert. Hier haben wir eine fertige Formel bezüglich natürlicher Zahlen. Anscheinend ist die Summe dieser Termen 2k minus 1, wenn k von 1 bis n geht, gleich zu n². Es schadet nicht, mal nachzuschauen, was diese Formel bedeutet. Wenn k 1 ist, dann ist diese Klammer gleich zu 1. Dann plus, k wird 2, dann ist diese Klammer 3. Plus, k wird 3, dann ist die Klammer 5. Bei 4 ist die Klammer 7, also handelt es sich hier um die Summe der n ersten natürlichen ungeraden Zahlen. Diese Summe der n ersten ungeraden Zahlen ist anscheinend gleich zu n². Diese Formel ist so fertig. Dann kann man sie durch vollständige Induktion beweisen. Und dieses Verfahren funktioniert so. Es ist zu vergleichen mit einem Dominoeffekt. Man beweist zuerst, dass der erste Stein umfällt. Tun wir das schon mal. Das heißt, man beweist, dass die Formel gültig ist für n gleich 1. Schauen wir nach. Wenn n 1 ist, dann steht hier links die Summe für k von 1 bis 1 von 2k minus 1. Also dann ersetzen wir hier k durch 1 und finden 2 mal 1 minus 1, das macht 1. Wenn wir rechts n durch 1 ersetzen, dann finden wir 1 im Quadrat. Das macht aber auch 1. Also ist unsere Formel gültig, wenn n gleich 1 ist. Im Dominovergleich bedeutet das, der erste Dominostein fällt um. Die weitere Etappe in diesem Beweisverfahren hier, das ist anzunehmen, dass ein Stein mit Nummer n umfällt. Also unsere Hypothese ist hier, dass die Formel stimmt für eine gewisse natürliche Zahl n. Und anhand dieser Annahme beweist man, dass dann der nächste Stein automatisch auch umfallen muss. Also unsere Hypothese ist hier, dass die Formel für eine natürliche Zahl n stimmt. Und wenn das der Fall ist, dann muss die automatisch gültig sein für die darauf folgende natürliche Zahl n plus 1. Die Formel stimmt für n, das ist also unsere Hypothese, und daraus werden wir schließen, dass sie dann automatisch auch stimmen muss für n plus 1. Also legen wir los, wir müssen diese Formel hier beweisen, dann starten wir vom linken Teil. Wir schreiben also den linken Teil der These hin. Das hier, das ist die Summe von diesen Zahlen, wenn k von 1 bis n plus 1 geht. Also k ist zuerst 1, dann 2, dann 3 und so weiter. Dann n minus 2, n minus 1, n und letztendlich n plus 1. Den letzten Term der Summe, den trennen wir hier ab. Und sagen, wir schreiben diese Summe schon mal von 1 bis n. Und dann kommt noch der letzte Term hinzu, wenn k n plus 1 ist. Wenn k n plus 1 ist, dann macht das hier 2 mal n plus 1 minus 1. Also das da. Wir haben in dieser Summe nur den letzten Term, den n plus 1, separat abgetrennt. Wir wissen aber durch unsere Hypothese, dass diese Summe hier gleich zu n² ist. Also dürfen wir die ersetzen durch n², ist gemacht. Diese 2 wurde noch verteilt, das macht dann 2n plus 2, steht da, minus 1, steht auch da. Jetzt haben wir hier n² plus 2n plus 1. Und n² plus 2n plus 1, das macht genau n plus 1 im Quadrat, binomische Formel. Wir haben hier also bewiesen, dass diese Summe
gleich zu n plus 1 im Quadrat ist und die Formel ist somit bewiesen. Die Grundidee, die also dahinter steckt, ist diese. Wir möchten eine Formel bezüglich natürlicher Zahlen beweisen und beweisen zuerst, dass die Formel gültig ist für 1. Hier bedeutet das, wir beweisen, dass der erste Stein umfällt. Dann nehmen wir an, dass der Stein mit Nummer n umfällt. Das heißt, wir nehmen an, dass die Formel gültig ist für n und beweisen dann, dass sie dann automatisch gültig sein muss für die Zahl n plus 1. Hier bedeutet das, wenn der Stein n umfällt, dann fällt der nächste auch um. Und diese Idee wird jetzt übertragen ganz nach vorne. Wir wissen ja, dass der erste Stein umfällt. Durch diese Idee wissen wir dann, dann muss der nächste auch umfallen. Und der nächste ist der zweite. Also muss der zweite umfallen. Wenn der zweite umfällt, ja, dann muss der nächste, das heißt der dritte, auch umfallen. Also fällt er um. Dann muss der nächste aber auch umfallen. Also fällt der vierte um. Der nächste auch, das ist dann der fünfte und dann der sechste und dann der siebte. Und somit fallen alle Steine nach und nach um. Die Formel ist also bewiesen. Übrigens, es gibt einen wunderschönen stummen Beweis für diese Formel. Der steckt ganz einfach in dieser Zeichnung. Hier haben wir ein Quadrätchen. Wenn wir zu diesem einen Quadrätchen noch drei Quadrätchen so addieren, dann macht der Flächeninhalt 4 Quadrätchen. 1 plus 3 macht also 2 im Quadrat. Jetzt addieren wir noch die 5. Wir addieren 5 grüne Quadrätchen so und können deutlich erkennen, 1 plus 3 plus 5, das macht 3 im Quadrat. Die Summe der drei ersten ungeraden Zahlen macht also 3 im Quadrat. Jetzt addieren wir noch die nächste ungerade Zahl, die 7. Und zwar addieren wir hier diese 7 Quadrätchen. So haben wir also die Summe von 1, 3, 5 und 7, die Summe der 4 ersten ungeraden Zahlen. Und selbstverständlich macht das dann 4 im Quadrat.